Ja, hallo. Also mein Projekt ist die Nürnberg Weltretter Jam, Teil einer weltweiten Veranstaltung, nennt sich Global Sustainability Jam, in der wir 48 Stunden Zeit haben, die Themen Service Design und Nachhaltigkeit spielerisch kennenzulernen und zu einem Schlagwort, ein Projekt, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln, die die Welt besser macht. Eins erst zurück. Dankeschön, Markus. So. Man kann natürlich in 48 Stunden nicht die Welt retten, aber man kann Techniken erlernen, in denen man also weit mehr als das, was wir Deutsche gerne machen, das Reden und Brainstormen hinausgeht. Wir verwenden kreative Service-Design-Techniken, nächste Folie, wo es darum geht, Prototypen zu erstellen. Also je nachdem, ob ich jetzt eine Dienstleistung habe, ein Produkt oder ein Projekt, kann ich verschiedene Techniken anwenden, um meine Idee zu formen, auszugestalten, wieder kaputt zu machen, von neuem aufzubauen, zu testen, auch rauszugehen und mit verschiedenen Leuten auch zusammen an einem Projekt zu arbeiten. Was dabei ganz wichtig ist, ist der Spaß, weil auch Kreativität braucht einen gewissen Rahmen. Es wird sehr unterhaltsam. Wir verbinden uns mit anderen Veranstaltungen weltweit. Wir haben derzeit geplant, uns mit Australien, Indien und Brasilien kurz zu schließen und da Live-Chats zu machen, uns Projekte gegenseitig vorzustellen. Wir werden auch eine gute Runde tanzen und dann am nächsten Tag, am Sonntag, das Ganze der weltweiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Ja, und ich möchte euch herzlich einladen, bei der Jam dabei zu sein. Es hört sich sehr trocken an, Nachhaltigkeit und Service Design, aber ich kann euch garantieren, dass es ein unvergessliches Erlebnis wird. Vielen Dank.